Hallo, Herr Naber. Hallo. Das klingt doch eigentlich vernünftig, aber heißt das denn jetzt wirklich, dass seit Anfang des Jahres wirklich kein Biodiesel auf Palmölbasis mehr nach Deutschland kommt? Nee, das heißt es nicht ganz. Also man kann sagen, es soll kein Biodiesel mehr auf Basis von frischem Palmöl mehr nach Deutschland kommen. Aber es gibt eben auch noch andere Möglichkeiten, dass Palmöl hier legal reinkommt. Und zwar einmal gibt es die Idee der Europäischen Union, Biodiesel auf Abfallbasis zu produzieren oder produzieren zu lassen. Das ist sozusagen Frittenfett, alles Speisefett oder eben auch aus Abwasser von der Palmölproduktion. Und auf dem Wege könnte eben weiterhin oder kommt eben weiterhin Palmöl nach Deutschland. Wenn man nachher im Labor Untersuchungen durchführt, kann man ganz schwer feststellen, ist es jetzt frisches Palmöl, was im Biodiesel ist? Ist es aus der Palmölproduktion Abwasser sozusagen? Oder ist es altes Speisefett? Das lässt sich ganz schwer unterscheiden. Das heißt, im Grunde kann gar nicht nachvollzogen werden, wie dieser Biodiesel hergestellt wird. Welche Konsequenzen hat das denn? Ja, man hat rund um das Verbot oder sozusagen Verbot Anfang des Jahres festgestellt, dass ganz viel Biodiesel aus China jetzt nach Europa kommt, Deutschland. Und man hat sich gefragt, wo kommen eigentlich diese Mengen her? Das konnte man sich gar nicht erklären. Im gleichen Zeitraum sind dann auch größere Mengen Biodiesel aus Malaysia, Indonesien, also Hauptpalmölanbaugebiete, nach China gebracht worden. Und es steht der Vorwurf im Raum, dass man hier quasi in China den Palmöl-Biodiesel aus Südostasien quasi umetikettiert hat, zum Beispiel zu Speisefett-Biodiesel, und der so nach Deutschland gekommen ist. Ja, wie groß sind denn eigentlich die Gewinnmargen für die Hersteller beim Biodieselgeschäft? Ja, wir reden hier über große Gewinnmargen. Also wir wissen, dass es pro Tonne Gewinne von 300 bis 400 Dollar möglich sind. Wenn man sich das ganze Volumen jetzt vorstellt, dann muss man davon ausgehen, dass es hier um mehrere hundert Millionen Euro Gewinn geht. Mehrere hundert Euro Millionen Gewinn, das ist nicht gerade wenig. Wird das denn überhaupt nicht kontrolliert? Doch. Also das sollte eigentlich gar nicht stattfinden. Es gibt da mehrere Institutionen, die eigentlich verhindern sollen, dass sowas stattfindet. Und zwar, da gibt es zum einen die Zertifizierungssysteme. ISCC ist hier das Wichtigste, sitzt in Köln. Das sorgt dafür, dass alles nachhaltig abläuft, dieser gesamte Handel quasi von der Produktion bis hier zum Endverbraucher. ISCC kontrolliert aber nicht selber mit Leuten, ob das alles nachhaltig ist, sondern im Grunde machen das Prüfunternehmen, die wiederum ihre Informationen an ISCC weitergeben. Das sind quasi externe Unternehmen, Auditoren nennt man die auch. Und die wiederum, wenn sie Deutsche sind, werden sie überwacht von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung in Bonn. Die ist also auch zuständig. Das Problem ist nur, diese Bundesanstalt kann den Auditoren über die Schulter schauen, aber eben nicht in China. China lässt das nicht zu. Wir haben auch die chinesische Botschaft gefragt, was ist denn da los, warum geht das nicht? Wir haben dazu keine Antwort erhalten. Das heißt, es gibt ein ganz großes Kontrolldefizit oder eine Art Blackbox in China. Kann man sich das so vorstellen? So kann man sich das vorstellen. Jetzt ist es natürlich so, dass trotz dieser sozusagen Blackbox Biodiesel von dort kommt, der zertifiziert ist. Das heißt, der kommt hier mit einem Zettel an in Europa, in Deutschland, und die in der Handelskette weiter hinten sind, die können den kaufen und sagen, wir haben ein Zertifikat, das garantiert Nachhaltigkeit, und darauf basieren wir, und insofern können wir den auch uns als nachhaltig anrechnen lassen. Wenn jetzt im Nachhinein sich herausstellen sollte, dass der Biodiesel gar nicht wirklich nachhaltig ist, sondern umetikettiert wurde, haben die eigentlich müssen die keine Sorgen haben, dass man ihr das wieder wegnimmt, weil sozusagen Vertrauensschutz auf diesem Zertifikat lastet. Das ist natürlich insofern auch ein bisschen kritisch zu betrachten, weil das Risiko am Schluss hier dazustehen und zu sagen, okay, wir müssen das wieder abgeben, was wir uns da eingekauft haben, nicht so groß ist. Und man insofern vielleicht auch möglicherweise geneigt ist, ein Geschäft zu machen, von dem man nicht genau weiß, was eigentlich da wirklich drin ist. Das heißt, da wird ganz schön geschummelt. Wird denn in dieser Angelegenheit schon ermittelt? Ja, es gibt Ermittlungen. Also ICC hat gesagt, wir müssen mal nachgucken, was da los ist, haben da diverse Erkundigungen eingeholt und haben auch einigen chinesischen Firmen die Zertifikate entzogen und für die Zukunft Besserungen gelobt. Die BLE hat auch Sonderkontrollen verlangt und hat sogar Anzeige erstattet bei der Staatsanwaltschaft in Bonn. Nur die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gar nicht erst aufgenommen, weil sie gesagt haben, wir finden keinen richtigen Geschädigten. Insofern wird da nichts draus. Es gibt noch die EU-Kommission, die ermittelt auch noch, aber die ermittelt schon seit einiger Zeit. Und wir haben gefragt, wie ist der Stand der Ermittlungen? Bislang wissen wir dazu nichts. Und
ob da wirklich am Schluss was Nennenswertes rauskommt, das bleibt offen. Wir sind gespannt. Sie halten uns sicher auf dem Laufenden. Vielen Dank, Herr Naber, für das Gespräch.